Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Letzter Tag vom Adventure Week Event. Abenteuerwoche. Ich bin nochmal auf der Jagd nach ein paar Shinies. Shiny Onyx vor allem. Hab hier dreimal die Quest. Und dann, ja, dann wurde auch ein legendärer Sommer angekündigt für die ganzen Go-Feste. Wir haben ja drei: Amerika, Deutschland, Europa und Asien. Juni, Juli, August. Alle drei Nieten. Und wie erwartet, das habe ich ja schon echt Ewigkeiten gesagt. 2018 waren ja die drei legendären Vögel am Start, Shiny. 2019 die drei legendären Raubkatzen. Mehr dazu später noch. Ich habe wieder drei Quests erfüllt. Schauen wir mal, ob ich Glück habe. Nein. Nummer 1 auf jeden Fall nicht. Schön auf die Straße achten, Leute. Zwei weitere Onyx und Snow und No. Die nächsten zwei. Direkt ein Korb. Und also ich sammle momentan nicht drei, weil ich habe die Alola Kokowai Quest. Da brauche ich auch noch einen guten, den kann ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Ah ja, die nächsten drei. Das geht relativ flott hier. Nee. Nächster Versuch. Nee. Leider nein. Aber ein paar Versuche haben wir noch. Und die nächsten zwei? Irgendwann muss er ja wohl kommen. Irgendwann. Aber jetzt nicht. Und die nächsten Versuche? Irgendwann muss ich diese ganzen Onyx abholen. Und die nächsten Versuche? Kein Kommentar. 463, das könnte der bisher höchste sein. Keine Ahnung, was ein 100 ist, aber ich weiß, das ist kein Shiny. Nochmal drei Versuche. Oh, 465, das ist der höchste bisher. Der will nicht. Lilip will auch nicht, aber Lilip jage ich jetzt nicht. Da muss ich ja brüten. Ich fange halt nur die Lilip, die auf dem Weg sind. Eins davon müsste auch nochmal die Quest sein. Genau. Wir starten noch einen Versuch, aber erstmal hier. Taubsi? Nee, Taubsi ist nicht shiny. Das wäre zu krass gewesen. So. Leider grau. 467. Das ist der höchste bis jetzt. Wir steigern uns. Und die nächsten drei Versuche. Okay, so viele Versuche haben wir nicht mehr über. Langsam kann er mal kommen. Wir neigen uns dem Ende. Wenn es jetzt langsam nicht wird, dann war es das fürs Event. Wir haben noch eine Ladung an Onyx. Danach habe ich vier noch, glaube ich. Vier oder drei, also eine Ladung wahrscheinlich noch. Das
war's dann für heute. Also, einer von denen muss es sein. 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 Keiner von denen ist es. Auf der Jagd nach Shiny Kleinstein, Shiny Kabuto, Shiny Lilie, Shiny Onyx, krieg ich ein Shiny Wablu. Auf Englisch Swablu. Den will ich nicht, Alter. Stolyune habe ich auch bekommen während des Events. Also ich habe 4, jetzt 5 bekommen, was eigentlich nicht schlecht ist, aber 4 von den 5 sind welche, die ich nicht haben will. Es sind 2 Anogie zu viel und ein Wablu und ein Stolyune. Okay, das Event ist zu Ende. Ich habe leider kein Shiny Onyx mehr bekommen. Und kein Shiny Lilip. Ja, echt schade. Ich habe von vielen gehört, die haben alles, was sie gebraucht hatten. 2 Lilip, 2 Anogid, 2 Onyx, ein paar extra Kabuto. Ich habe so ein Wablu bekommen. Alter, dieses dumme Wablu. Und Stoll Junior, mein drittes Stoll Junior, mein viertes, fünftes Wablu. Ah naja, auf jeden Fall, ich brauche keine Doppelten. Ich hätte lieber... Und 3 Anogid. Also ich hätte lieber neue Sachen bekommen. Aber ja, Event zu Ende. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Was war eure Ausbeute? Ich meine, ich kann nicht klagen. 100er Kognodon. Sehr saftig. Auf jeden Fall, das große Thema. Shiny Raikou, Shiny Entei und Shiny Suicune. Und krasse Boni für die Go-Feste. Das ist echt eine Menge verwirrender Text. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach. Für Juni gibt's was. Juli und August. 3 Monate, 3 Go-Feste. Wir fangen an mit Juni. GoFest in Amerika, das startet jetzt demnächst. Dort wird dann der Bonus freigeschaltet und der Bonus folgt dann die Woche drauf irgendwann. Der Juni gehört Team Instinct, Spark und das Thema ist Bonbons. Man muss eine bestimmte Anzahl an Quests erfüllen, da werden die Boni freigeschaltet, aber ihr wisst ja meine Theorie, es wird immer alles freigeschaltet. Auf jeden Fall, wenn die Leute vor Ort beim GoFest 1 Million Quests erfüllen, dann gibt es Doppelbonbons fürs Fangen. Wenn Team Instinct 15 Millionen, auf jeden Fall erstmal diese Verteilung ist ziemlich unfair. Weil alle 3 Teams müssen dieselbe Anzahl erfüllen, aber wir wissen alle, Blau hat die meisten und Gelb hat die wenigsten. Das heißt, Gelb muss eigentlich am meisten machen, pro Spieler gesehen sozusagen. Auf jeden Fall, wenn wir Gelben 15 Millionen Quests erfüllen, dann gibt es garantiert einen Sonderbonbon pro Raid. Eigentlich schlechter Bonus, relativ egal. Ich weiß, viele brauchen noch Sonderbonbons und die sind eigentlich ziemlich geil, aber ein Sonderbonbon pro Raid, naja. Wenn Rot 15 Millionen Quests erfüllt, dann halbe Distanz beim Brüten. Also im Grunde genommen kann man doppelt so viel brüten und dann gibt es einfach sozusagen doppelt Bonbon beim Brüten. Kann man das so sehen? Ich denke schon. Und wenn Blau 15 Millionen Quests erfüllt, dann gibt es tatsächlich doppelt Bonbon beim Brüten. Und passend zu Gelb, Shiny Raikou kommt dann. Wann genau, wissen wir noch gar nicht. Juli ist ja GoFest Dortmund und das steht unter dem Zeichen von Team Goat und EP. Da gibt es dann, wenn alles freigeschaltet wird, dreifach EP fürs Fangen mit Glücksei 6-fach. Eine Stunde Glücksei, dreifach EP fürs Brüten. Okay, ist dir nichts Besseres eingefallen. Und Doppel-EP für Raids wieder. Das heißt, mit Glücksei 40.000, Glücksei läuft eine Stunde, boom. Aber kein Doppel-EP fürs Entwickeln, das glaube ich denen zu OP. Das hätten die echt einführen können anstatt dreifach EP. Also nicht dreifach EP fürs Entwickeln, das wäre viel zu heftig. Doppel-EP fürs Entwickeln. Anstatt dreifach EP fürs Brüten. Alter, wer brütet für EP, Mann? Und dann gibt es noch ein Spezial, Entei Shiny. Und ich muss sagen, ich habe das ja eigentlich schon sehr, sehr lange gesagt, beinahe schon ein Jahr, als das mit den legendären 3 Vögeln kam, habe ich gesagt, das machen die garantiert nächstes Jahr auch mit den 3 Raubkatzen. Und bam. Was ich aber auch eine gute Idee finde. August geht dann auf jeden Fall richtig krass ab. Dementsprechend sind die Herausforderungen auch schwieriger. Wir müssen alle 25 Millionen Quests erfüllen. Auch das werden wir aber schaffen. Dann gibt's dreifach Sternstaub fürs Fangen. Dreifach Sternstaub fürs Brüten. Boah, Alter, das ist heftig. Eine Stunde Sternstück mit Brüten dreifach, Alter. Und 3000 Staub garantiert für Raids. Mit Sternstück 4,5. Plus dann die ganze Zeit 9 Inkubatoren drin. Nebenbei mit Plus fangen. Puh. Auf jeden Fall kommt dann Suicune und den gibt es dann auch Shiny. Ich freue mich auf jeden Fall auf die 3 und vor allem auf den Staubbonus. Ich bin gespannt. Juni, Juli und August werden abgehen. Eure Meinung unten in die Kommentare. Seid ihr auch so geil wie ich? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Es beginnt jetzt schon auf demnächst. Ab morgen, glaube ich, zählt das zum Freischalten für den Bonus und dann nächste Woche. Und dann nächste Woche startet auch schon der Bonus. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab.
Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.